Ja, grüß euch, der Willi wieder hier von Afrosmo. Ich befinde mich in der Welt der Kunst und Wissenschaften. Wie man in einem guten Geschäft gleich erkennt, wird hier aber auch gar nichts dem Zufall überlassen. Hier ist ein großes Maß an Kreativität und Kundenverständnis am Werk, sowie auch die Möglichkeit zu testen. Händler analysieren die Ergebnisse und nähern sich Schritt für Schritt dem optimalen Layout für ihre Geschäfte. Wie ihr seht, schlendere ich hier gerade locker durch ein Geschäft im hohen Norden. Und so locker ich da jetzt gerade durchlaufe, bin ich mir sicher, dass der Händler, dem dieses Geschäft gehört, sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht hat, wie man meine Kundenreise durch dieses Geschäft hier so bequem wie möglich gestalten kann, beziehungsweise so effektiv wie möglich und für den Händler so profitabel wie möglich. Wenn man das alles in Betracht zieht, wundert es einen umso mehr, wieso Händler Geschäften wie diesem hier sich seit vielen, vielen Jahren sehr genau überlegen, was sie machen. Im Online-Geschäft kommt man aber vor, dass dieses Thema nicht ganz so ernst genommen wird. Ja, und wieso macht es Sinn? Natürlich ganz einfach. Jeder kommt aus einem anderen Grund in ein Geschäft. Manche Leute wollen was kaufen, manche Leute wollen einfach nur vergleichen, manche Leute genießen einfach im Geschäft ein bisschen rumzuhängen. Ja, und leistungsstarke und hochqualitative Online-Shops können genau selbiges Verhalten von Geschäften wie diesen replizieren und in Betracht ziehen. Jeden einzelnen Kunden, jede einzelne Customer Journey in Echtzeit zu analysieren und damit auch das Kaufverhalten zu adaptieren. Ja, und wie immer abschließend, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet mich natürlich hier in diesem Geschäft oder unter meiner E-Mail-Adresse oder auf LinkedIn. Macht es gut, ciao!